So, hallo und herzlich willkommen zu, ja, einer Runde Mini-Siege. 13 Minuten noch etwas und Mysterge stirbt mal. Ja, warum ich das aufnehme, warum das jetzt kommt, fragen sich vielleicht einige. Ganz einfach, ich habe zu, die DL hat gemeint, Mensch, lass mir mal das DL Mandelein bitte ausfallen, wegen Weihnachten und 6.1. wegen Feiertag und so. Und ja, dachte ich mir, Mensch, bevor ich hier wieder irgendwas Großartiges aufnehme und zusammenschneide, mache ich einfach mal ein Video, wo ich rede, ein bisschen kämpfe, schießen und in die falsche Richtung laufe. ich habe auf der Map selten gespielt, also ich habe auch hier Mini-Siege ist ja selten gespielt. Ja. Ich möchte hier auch über einiges reden. Haha, gut geschossen. Was zurzeit ist, also erstmal ein frohes Neues. Wahrscheinlich das, was ich. Das ist das einzige Video, wo ich das sagen werde, frohes Neues. Auch wenn schon der 4.1. ist heute. Oh, ich darf nicht da auf sagen, dass auch wenn es heute schon Januar ist. Und nicht getroffen. Ich muss gerade überlegen. Auch wenn heute nicht. Auch wenn heute Januar ist. Oh Gott. So, eben Süde. Schick. Ah. Und ja. Was würde ich denn sagen wollen unbedingt gerne mal? Ach, hier graben sie schön, das ist so. ja. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, das werden wahrscheinlich einige von euch sein, ich habe ein Let's Play Projekt namens D4 Dark Dreams Don't Die gestartet. Ein interessantes Spiel, wie ich finde. Ich habe da jetzt schon 3 Stunden, glaube ich, ungefähr gespielt. Aufnahme. Es sinkt in der Aufnahme und es ist sehr interessant, das alles zu sagen. Oh, der hat mich nicht getroffen. Ja, das würde ich gerne empfehlen. Da wird es sehr lange noch geben. Einmal. Autsch. Ich habe einen General gesehen. Oh. Sterben in First Person ist immer noch das Beste. Hallo. Und ja, das Spiel macht Laune. Ich würde euch bitten reinzuschauen. Die ersten 2 Folgen sind ein bisschen leise mit mir. Die zweiten, die danach gehen eigentlich. Also hört man mich sehr laut. Und ja. Sonst kann ich noch sagen. Ja, das, mit Mountain Blade geht's dann, oder mit den LDs geht's dann nächste Woche wieder weiter. Players, das, ja, ich mag das nicht, wenn da irgendwelche Leute rumschreien. naja. Bin ich fies, ha. Oh, die Blüten fallen hier. Ja. Ach Gott, ich muss mal mich finden nochmal. Weil es eigentlich ganz intuitiv, also ganz spontan war diese Aufnahme hier. Und ich dann rede. okay, hab ich. Spin to win! Oh, doch nicht gewonnen. ja, was kann ich noch sagen? Ja, also diese Woche geht es dann nochmal Line-Battles weiter. Das wird also immer der DL Monday Line-Battle sein. Ich weiß noch nicht, in der einen Woche, da werde ich wahrscheinlich nicht zum DL Monday können. Was ich da machen werde, aber ich glaube, da wird entweder Scourge of War oder Cossacks kommen. Ich finde bei Scourge of War ist es, das Spiel ist es, von den Missionen her, die vorgegeben sind, sind das so wie, sind das vor 20, das fühlt sich erst viel an und denkt, 20 Missionen, aber es ist halt wirklich viel, es ist halt wirklich schwierig, gute Arbeit rauszufinden. Naja, gute Aufnahmen, also ich meine, ich hatte da Glück gehabt, dass ich die Videos, die 2, die veröffentlicht wurden,
dass dort sich dort fähig Missionen gespielt haben, eigentlich die Missionen da einen Zusammenschnitt veröffentlicht wollte, das war auch beabsichtigt. Wenn, naja, bei dem Lahisar, nee, bei dem Advancing von links lange nicht so wie ich es wollte, aber. Ich habe jemanden abgeschossen. Ich sollte mich auf eins konzentrieren, wer kämpft oder reden. Oh Gott. Und da ich also versucht. Also da habe ich halt versucht dort aus 30 bis also 45 Minuten war, also 45 Minuten war die Mission mit dem also mit dem Vorrücken von der Earl und Score. Da wollte ich eigentlich das so machen, dass die Earl und Score vorrücken, zeigen sollen eher mehr den Kampf der Niederländer an dieser an dem, wo du links, wie man vielleicht am Ende sieht, wo ich die Niederländer einblende. Ja, ist bloß ein bisschen blöd gewesen, weil ich habe zwar sehr viele gute Kameraszenen gehabt, aber das wäre dann ein Video, was vielleicht 15 Minuten lang wäre und das wollte ich euch nicht anbieten, deswegen. Und mir auch nicht, weil ich dann so eine Zeitdrängungsweise gemacht habe und ja, da kam das kurz wie zustande. Hey. Kuckuck. Autsch. Ich wurde erschossen. Aha. Hacked Washington. Okay. Guck mal, schöne Arme hier noch. Ja. Ansonsten noch irgendwelche Neuigkeiten. Es wird, glaube ich, mal später ein Video von Super Smash Bros. Kommen. Aha, Wii U-Spiel. Oh nein, schalten die alle ab. Nein, nein, nein. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Ich muss mal schauen, wie es Zeit geht. Ansonsten wird erstmal bis Februar, ich denke auch vielleicht sogar bis März, jede Woche halt ein Video mit Dark Dreams Don't Die, also die vor dem Let's Play kommen. Also wirklich ein Herz, die euch anzuschauen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier wieder erschossen werde. Ah. Autsch. Nahkampf. Ja, ich sehe viele Kommentare. Nahkampf, vorpassen ein bisschen. Ja. Ich mag keinen Nahkampf. Kennt man auch daran, dass ich bisher 6-mal Sturm bin und 3 Schusskills habe. 3, ja. Ich guck das jetzt mal von der anderen Seite. Hätte man hier nicht jemanden eine Schaufel nehmen können und bis runterschaufeln? Okay. So, ja, ich muss überlegen, was ich sage. Schade. Gut, dann stelle ich mich hier unter das Dach und vor hier und warte erstmal eine Weile. Ja, ja, auf jeden Fall dann immer jetzt ab nächste Woche hoffentlich wöchentlich dann wieder das DL Mandeline Battle. Mit den toten KDA zusammen, mit der Autodachie zusammenschnitte. Ich denke mal, das wird euch wieder Lust und Laune machen. Von der ersten Gardeline Battle ist nö. Ganz ehrlich, nö. Und nicht getroffen. Ja. Ah. Pferd, rette mich. Getroffen. Tötet. Mette Block. Ich erwisch euch mal. Oh, das ging mal heute gut mit Nahkampf. Gerade zumindest. 6-7, nicht schlecht. Ja, und bitte auch kein Kommentar wie, er spielt Frankreich. Ja. Und? Habt ihr ein Problem damit, dass ich mir meine Nation aussuche, die ich spiele? Ja. Ansonsten wird das eigentlich bis März so durchweg sein, also Dark Dreams Don't Die und halt das und Mount Blade Burning Wars LB Videos. Ich weiß noch nicht so recht, was in April kommen könnte. Also es könnte passieren, dass ab April sich ein bisschen das
Geländekonzept, willst du gerade sagen. Das Kanalkonzept ein bisschen umgestaltet und Mountain Plate noch ein bisschen weiter nach hinten los mit. Oh, dieses ganze Napoleonische. Und das ist vielleicht auch nicht mehr auf dieses wöchentliche einmal das und einmal das Video konzentriert, sondern nicht getroffen. Kuckuck. Ah. Danke, PB UK. Er hat mir das Leben gerettet, bevor ich erschossen wurde. Ja, noch 3 Minuten. Oh Gott, das ist ja heute. Und er steht wieder ab. Ja, für dich und auch für die, die fragen. Diese Skin ist vom Radio. Ich habe den aus seinem Modpack genommen und ihn für mich privat eingefügt hier als Truppe bei Frankreich, weil ich mag die Chapkas, ehrlich gesagt, aber ich kann nicht ohne komplett Frankreich leben, also ohne nicht ohne französische Truppe leben, das heißt, ich habe ja schon gut gemacht, gut zusammengestellt. Für Österreich fällt es vielleicht auch, dass ich die Granatiere des Iren immer frei habe, also getroffen. Hallo. Ist immer interessant zu beobachten, wie ich reinstürme. Dort alle auf mich stürmen, aber keiner von uns nachstürmen. Ich hätte vielleicht doch den Chat anlassen zu... Ach, egal. Chat, wer braucht das schon? Ja, Wüste. Ich habe auch ein paar andere Truppen. Man sieht es ja immer auf meinen Screenshot, zumindest die, die mich in der Feindliste haben. Falls immer welche... Falls du voraussetzt, ich veröffentliche meine Screenshots. Ja, das ist auch eine interessante Sache hier. Lalalalalala. Und ich bin oben. Gut, ja, und die Animation ist auch von Radio. Ja, Battleground Freedom wurde der Alpha released. Ja, und ich spiele nicht mit. Absolut. Spiele noch eine Runde. Ach, ich spiele noch eine Runde. Ich mach einfach irgendwann während des Dings aus. Ja. Weil je länger ich das laufen lasse, desto mehr ist die Erdbezeit. Ich spiele noch die Runde hier. Autsch. Und ja, was kann ich noch sagen? Kann das kaputt gesprengt werden, okay. Oh Gott! Hier stehen ja alle drin rum. Oh. Hallo! Sonne scheint durchs Gebäude. Ja, bitte Call of Freedom Alpha wurde veröffentlicht. Und aber nicht für Dings hier, für Leute, die einfach so im Punkt sind, sondern für Leute, die auch Gameplay haben. Ja. Autsch. Ich dachte schon, ich hätte ein Team gemacht. Ja. Gott. Durchs Wasser, ja. Auch lange nicht mehr gesehen, Wasser. Wurde halt ein Alpha released. Die Bilder, die ich zumindest gesehen habe, sehen interessant aus. Sehr sich besonders die Nonplusultra Bilder, die jetzt so gut sind. Und oh Gott, ich habe einen Lexcard frei. Ich weiß nicht, das ist nicht das Nonplusultra. Ihr dürft nicht die Nonplusultra Warte reinstellen, wie ihr denkt. Das ist kein War of Rights. War of Rights hat so Dings, zumindest von den Screenshots her, weil War of Rights hat eins gezeigt, Landschaft, Landschaft, Landschaft und mehr Landschaft und ein paar Charaktere, die ein bisschen Kampf sind, die sehr statisch sind. Jo. Gut. Für die fragen, ob ich, was ich spielen werde, ich weiß es noch nicht. Vielleicht beide, vielleicht auch gar keins. Ich muss sagen, auf der Tatsache, dass War of Rights sehr... Ich muss aufpassen, was ich sagen. Nein, ich will nicht gegen War of Rights schimpfen. Ich will auch nicht gegen Peter Graf schimpfen. Ich werde mir beide mal anschauen. Wer weiß, vielleicht verfließe ich auch eine spielbare Demo. Nein, glaube ich nicht. Die wollen ja auch Geld verdienen halt so. Aha, schöne Textur. Hatte den Dragoner. Okay, warum auch nicht?
Tschüss. Ja. Aber ich glaube, damit mit dieser Folge kann ich es mal belassen. Oder? Nehme ich noch weiter auf? Ach, ich nehme noch weiter auf. Ist mit dem Rücken hier. Ja. Haben wir hier so eine... Ah. Krachhage eine Schaufel, ich fühle mich schon fast wie beim BL Mandeline Battle. Sie ist auch noch hier. Oh ne, ich werde keinen Screenshot machen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Geht das? Autsch. Das ist blöd, so kann... Die warten vor allen Dingen noch. So schon neu. Ach, ja, Mensch. Ich mach jetzt aus. Ihr wisst, werdet nicht erfahren, ob ich gewinne oder verliere. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Hoffentlich guckt ihr die Folge Dark Dreams Sonntag. Ja, ja, tschüss.